Konnichiwa, Kettys, hier ist wieder eure Josie mit einer neuen React-Folge und zwar nochmal eine Folge vom realen Irrsinn, weil wir haben sie so gern, es gibt so viel realen Irrsinn und diese Folge wurde vorgeschlagen vom Minato Namikaze und es geht um politische Kriminelle in Bad Nenndorf. Ja, was für politische Kriminelle das sind, werden wir jetzt gleich gemeinsam herausfinden. Ich finde es sehr interessant, was ich hier auf dem Bildschirm schon sehe. Ich wechsle mal rüber, damit ihr das auch seht. Weil ich würde eher sagen, das ist eine Sportgruppe und keine politischen Kriminellen. Aber wer weiß ja nicht, vielleicht machen politische Kriminelle mittlerweile auch Sport, damit sie schneller laufen können, wenn die politisch Korrekten kommen. Ja, genau. Okay, weiter geht's. Wir fangen einfach mal an und gucken uns das zusammen an. Und so, 9 Sekunden ist das Ganze vorbei und dann gibt es nochmal. So, die Werbeunterbrechung ist beendet. So, ja, ich würde sagen, wir starten da mal rein in das Ganze. Und Achtung! Was hier auf den ersten Blick harmlos wirken mag, ist für uns von der Polizei in Niedersachsen höchst gefährlich. Denn in dieser unscheinbaren Sportgruppe aus Bad Nenndorf verbergen sich Kriminelle. Das ist jetzt nicht allen Ernstes wirklich schwer passiert, dass die Polizei denkt, dass eine Sportgruppe kriminell ist. Sind die noch ganz mischucke? Hat die Polizei zu heiß gebadet oder haben die keine besseren Sachen zu erledigen? Ich weiß es nicht. Politisch Kriminelle. Ich bin keine kriminelle Person, so schätze ich mich auf jeden Fall nicht ein. So siehst du auch nicht aus. Ich habe außer einem Parkverbotsticket eigentlich nie etwas anderes getan, wofür ich bestraft wurde. Ja, das ist. Also bist du doch nicht ganz so unkriminell, denn du hast ja ein Parkticket bekommen. Damit stehst du zumindest schon, hast du schon mal einen kleinen dunklen Fleck auf deiner weißen Weste. Aber ansonsten sieht die Dame mir jetzt schon wirklich nicht aus, als wäre sie kriminell. Und politisch kriminell schon lange nicht. Na, 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 Frau Bade, nicht umsonst werden Sie seit 10 Jahren in unseren Akten als politisch motivierte Kriminelle, kurz PMK, geführt. Nicht allen Ernstes gibt es sowas wirklich in Listen und die Frage... Ah, sie war auf einer Demonstration. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Allerdings, weil ich gerade ja auch sagte, sie sieht nicht kriminell aus. Das ist ja das große Problem. Viele Kriminelle sehen nicht kriminell aus und sind es trotzdem. Ja, viele davon sitzen an bestimmten Orten, die ich jetzt nicht benennen will, weil ich mich sonst, in die Nessel setze. Wegen dieser Aktion im Jahr 2013. Frau Bade und ihre Extremistenfreunde vom Verein Bad Nenndorf ist bunt in einer Sitzblockade gegen einen Nazi-Aufmarsch. Richtig so. Also, dass sie dagegen demonstriert haben, dass die auflaufen dürften. Die gehören eigentlich komplett verboten. Aber gut, okay. Wenn man so aussieht wie der, da muss man wahrscheinlich dann auch entsprechend dabei bleiben. Für mich war das ein ziviler Ungehorsam. Ich bin mir nicht bewusst, dass ich irgendwas getan habe, was irgendwen geschädigt hätte, auch nicht den Staat geschädigt hat. Eigentlich im Gegenteil. Genau, genau, richtig. Weil die schwarzbraunen, dieser schwarzbraune Dreck, der gehört rausgespült. Ganz weit rausgespült. Ich bin nicht so, dass ich sage, wir müssen heute noch für unsere Fehler von damals gerade stehen, weil die Generation, die jetzt da ist und die Generation davor, also meine Generation und die jetzige Generation, ja, die haben damit nichts mehr zu tun. Die haben das nicht verbrochen, die haben auch damit nichts zu tun. Aber man muss trotzdem nicht hingehen und das tolerieren, weil die tolerieren nur eins und das ist die Intoleranz. Und sowas brauchen wir hier definitiv nicht. Ich bin keine Verfechterin vom Gendern. Bei weitem nicht. Ich finde das Gendern beknackt und ich bin Betroffene davon, wenn man das so sieht. Ja, also das muss ich sagen, verschandelt die deutsche Sprache nicht noch mehr, als sie sowieso schon verschandelt ist. Aber dieser braune Dreck muss nicht hier rumrennen. Definitiv nicht. Ja, jetzt bin ich wieder politisch geworden. Ich liebe es.
Ich denke, wir haben versucht, die demokratischen Werte hier aufrechtzuerhalten. Genau, das ist nämlich das, was viele vergessen. Sie denken, die bekannte Partei möchte eure Werte wieder hochhalten und Deutschland groß machen. Nein, die wollen die Intoleranz fördern. Leute, Geschichte. Jeder von uns hatte Geschichte in der Schule. Ihr wisst doch, was passiert ist, oder? Wollt ihr das nochmal? Denn gerade die jetzt am lautesten schreien und am lautesten diese Partei an die Macht haben wollen, sind diejenigen, die als erstes abgeschossen werden. Von dieser Partei. Das garantiere ich euch. Ihr Pseudo, wir sind offen und alles. Nee. Wer die Straße blockiert und sich der Polizei widersetzt, der kriegt halt eine Anzeige, Demokratie hin oder her. Das ist Vorschrift. Das kommt jetzt in dem Fall darauf an, dass da eine Straftat begangen wurde, von der man davon ausgeht, dass sie politisch motiviert gewesen ist. Und dann wird es auch entsprechend so nach den Regeln, die auch bundesweit einheitlich gelten, erfasst. So, ist in Ordnung. Verstehe ich gut. Aber wer bitte erfasst dieses braune Dreckszeug, was ihr da habt auflaufen lassen? Soweit ich weiß, ist Neonazismus in Deutschland auch nicht erlaubt. Und ihr lasst sie trotzdem demonstrieren. Was soll denn das für ein Gag sein? Also, wird wieder mal mit zweierlei Maß gemessen. Die einen dürfen ihre Meinung sagen, die anderen nicht. Komisch. Ja, und dann wundert ihr euch, dass die Demokratie den Bach runtergeht. Na, spitze. Erfasst, gespeichert und an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Keine Ahnung, warum Sie und der Vorsitzende Ihres Vereins nie vor Gericht gelandet sind. Ganz einfach, weil das Pippekram ist und sowas muss nicht vor Gericht gebracht werden. Er ließ es braune Dreckszeug. Ich sag's halt immer wieder, tut mir leid. Und das taucht hier alles auf in dieser Statistik, in diesem System Nivades. Und wird der politisch motivierten Kriminalität zugeordnet? Statistik, wie sagt man immer so schön, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das kann man nur sagen. Ja, und ja, die habt ihr garantiert nicht gefälscht, sonst hättet ihr sie anders gefälscht. Aber Statistik sind manchmal so dämlich. Finde ich skandalös. Ja, ist auch skandalös. Gerade wenn es um solche Sachen geht, sie haben ihre Meinung kundgetan. Das ist keine politisch motivierte Kriminalität, das ist Meinungsfreiheit. Und die haben wir doch in Deutschland. Deswegen dürfen die Braunen ja auch rumrennen. Leider. Tja, in der Schublade sind sie jetzt nun mal drin. Was dachten Sie denn, dass Sie und Ihr Bad Nenndorf-Komplex für Ihren politischen Kampf auch noch belohnt werden? Ja! Und 2018 gab es eine Urkunde und das Bundesverdienstkreuz für Ihren Verein vom Bundespräsidenten. Wow! Wir brauchen Menschen, die nicht wegschauen, wenn mit täglichem Hass und Wut gegen Minderheiten die Grundlage der Demokratie attackiert wird. Das stimmt, richtig so. Das finde ich lustig. Also der eine sagt so, der andere sagt so. Es ist wieder mal typische deutsche Politik. Fassbar. Dieser Steinmeier ist ein Terrorsympathisant. Sofort alle Einheiten zum Schloss Bellevue. Den Typen krallen wir uns. Ja, genau. Egal. Oh Mann. Echt, das ist nicht in der Ernst gewesen, oder? Also ich finde es gut, dass sie das Bundesverdienstkreuz bekommen haben, dass sie die Urkunde bekommen haben und streich diesen Scheiß einfach aus der Statistik. Den braucht kein Mensch. Gut. Aber Minato, Dankeschön für diese Folge. Ich fand sie super und sie ist echt toll gewesen und weiter so. Ich habe gesehen, du hast mir noch ein paar gegeben und die werden wir also auf jeden Fall uns auch alle angucken. Gut, ja, wenn es euch natürlich mit mir hier auch gefallen hat, da unten, ihr wisst es, da wird es jetzt eingeblendet, so irgendwo da unten und oder da oben oder wie auch immer, je nachdem. Und wenn ihr noch andere Anregungen habt, wie Vorschläge, Kritik, Lob, sonst was ihr loswerden möchtet, alles runter in die Kommentare damit. Ich reagiere drauf, freue mich darauf und ich mache das Ganze natürlich auch immer gerne so. Deswegen gibt es hier ein Like für die Leute von Extra 3 und dem N3. Und ja, abonniert habe ich schon. Und mir bleibt jetzt noch zu sagen, ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Hoffe, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Sagt euch Tschüss, eure Josie.